Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, warum sich Alice Weidel im Duell gegen Sarah Wagenknecht als AfD-Kanzlerkandidatin disqualifiziert hat. Warum ist das so? Es hat ein entscheidender Satz von Alice Weidel gefehlt. Björn Höcke und die ostdeutsche AfD sind nicht rechtsextrem. Das wäre der einzige Satz, der nötig gewesen wäre. Alice Weidel hat auf diesen Satz verzichtet, ganz bewusst verzichtet. Hier der Ausschnitt. Herr Höcke spricht aber über 20 bis 30 Millionen, die er remigrieren möchte. Und ehrlich gesagt, das ist ein Schüren von Ressentiments. Auch Sie, Frau Weidel, haben zum Beispiel mal in einer Rede gesagt, Kopftuchmädchen und andere Taugenichtse. Das ist Ressentiment schüren. Ich finde, wir sollten dem ins Auge sehen, dass wir ein riesiges Problem haben. Das habe ich seit 2016 angesprochen. Ich habe damals dafür eine Torte ins Gesicht gekriegt. Und da werde ich auch dabei bleiben. Es wurde mir immer unterstellt, das sei rechts. Und inzwischen haben die meisten in der politischen Szene eingesehen, das hat nichts mit rechts zu tun. Aber nochmal, ich finde es wirklich unverantwortlich, Menschen, die in Deutschland angekommen sind, die ja einer regulären Arbeit nachgehen, die ja eine Familie gegründet haben, oft auch mit Deutschen zusammen, deutscher Frau, deutscher Mann, Kinder, die hier 10 Jahre dann, wenn sie geboren sind, schon leben, denen jetzt Angst zu machen, dass sie irgendwann, wo auch immer hin, abgeschoben werden. So kann man nicht mit Menschen umgehen. Das schürt, und zwar in verschiedene Richtungen, ja auch bei diesen Menschen das Gefühl, wofür habe ich mich denn integriert? Wir müssen über die reden, die sich nicht integrieren, die sich nicht an die Regeln halten. Und wir sollten aufhören, eine solche Spaltung und eine solche Ressentiment schüren zu begehen. Und ehrlich gesagt, mir ist da schon Angst und Bange, wenn ich höre, wie Leute wie Herr Höcke beispielsweise argumentieren. Sie wissen das auch, wer Herr Höcke ist. Ich meine, Sie haben 2017 selbst einen Antrag unterschrieben, diesen Mann aus Ihrer Partei rauszuwerfen. Sie haben ihm damals Nähe zum Nationalsozialismus attestiert. Sie haben ihm ein Menschenbild attestiert, das der Würde des Menschen widerspricht. Und heute machen Sie für ihn Wahlkampf. Das ist das, was ich Ihnen auch vorwerfe, dass Sie sich mit diesen Rechtsextremisten, und Herr Höcke ist jemand, der überhaupt kein Problem hat, auch mit Neonazis umzugehen, bei Neonazis aufzutreten, mit denen auch relativ eng verbunden ist, dass sie sich für diese Leute einspannen lassen, weil sie spüren, dass ihre Partei immer stärker von den Höckes dominiert wird. Und das ist ja das Problem der AfD jetzt in den Ländern, dass sie von vielen Menschen aus völlig nachvollziehbaren Motiven gewählt wird, aber die, die in den Parlamenten sind, tatsächlich so destruktiv sind, solche Extremisten sind, solche Rechtsausleger, dass man mit ihnen ja gar nicht zusammenarbeiten kann. Und das ist auch ihre Verantwortung, weil sie die haben immer größer werden. Da möchte ich einmal konkret nachfragen. Sie sagen, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Sagen Sie damit, Frau Wagenknecht, solange es auch diesen Höckeflügel in der AfD gibt, ist jede Art der Zusammenarbeit in Landesparlamenten oder auch auf Bundesebene für das BSW mit der AfD tabu für Sie? Na, wenn ich mir anschaue, wenn ein Mann wie Höcke davon schwärmt, dass es einen Aderlass braucht, wohltemperierte Grausamkeiten, dass schwache Volksteile in Deutschland irgendwie ausgemerzt werden müssen. Er spricht auch von einem scharfen Besen und andere gruselige Dinge. Dann muss ich ehrlich sagen, ich will nicht, dass so ein Mann in unserem Land Macht bekommt. Und ich finde es eine Tragödie eigentlich, dass wir inzwischen im Osten teilweise Mehrheiten haben, die sich eine Veränderung der Politik wünschen, aber wir dann im Parlament mit Menschen zu tun haben wie Herr Höcke, die tatsächlich eine völlig andere Agenda haben. Das wird ja gar nicht gewählt, das zeigen ja auch die Umfragen, sondern das sind Menschen, die tatsächlich unser Land in einer Weise verändern würden, die, wo es mir graust. Und da möchte ich auch nicht, dass die mehr Einfluss bekommen. Frau Weidel. Wir haben ja jetzt gerade über Extremisten gesprochen. Also ich glaube, wenn wir in dieses Thema jetzt ganz tief einsteigen würden, da sitzen Sie auch im Glashaus, wenn ich mir das erlauben darf. Und wenn wir über Extremisten im Allgemeinen sprechen. Sagen Sie ruhig einmal, was Sie damit meinen, wenn Sie glauben, dass Frau Wagenknecht auch im Glashaus sitzt. Extremisten haben bei uns in der Partei keinen Platz. Wir sind strenger als alle anderen Parteien in der Auslese von unseren Mitgliedern. Na gut, aber wenn wir jetzt gerade über Ihre Landesverbände werden ja als Extremisten. Extremistische Position, ne? Also, das interessiert mich überhaupt nicht, was so ein Landesverband. Aber wollen Sie ernsthaft beschreiben, dass Herr Höcke extremistische Positionen vertritt? Ich werde Ihnen was sagen. Hat ja gerade einiges zitiert. Sie lassen mich ja nicht. Ich würde Ihnen ja sehr gerne was zu Extremisten und zu extremistischen Positionen sagen. Und das sehen Sie allerorten, das haben Sie in den letzten Jahren gesehen. Ich habe es eben schon angesprochen. Sie haben eine Kanzlerin, Sie haben eine Regierung, die die Dublin-Verordnung einfach außer Kraft gesetzt hat. Das Grundgesetz und das Asylgesetz. Sie haben eine amtierende Bundesregierung wie die Ampel im Moment. Aber lassen Sie es doch beim Thema bleiben. Sie wollten noch über Extremisten reden. Ich rede gerade über Extremisten. Sie haben eine Bundesregierung, Sie bestritten haben, dass es Extremisten in Ihrer Partei gibt. Sie haben eine Bundesregierung, die einen verfassungswidrigen Haushalt vorlegt. Sie haben einen Kanzler,
der in Wirecard und Comex Skandale verwickelt ist, gegen den die Staatsanwaltschaft eigentlich ermitteln müsste. Die eine hat schon hingeschmissen. So, dann haben Sie einen CDU-Innenminister in Nordrhein-Westfalen, der in den größten Schleuserskandal auch mit verwickelt ist. Sie haben eine Nancy Faeser, die das Vereinsrecht missbrauchen wollte, um die Pressefreiheit einzuschränken. Also ich glaube, die Extremisten und die extremistischen Positionen sind in den amtierenden, etablierten Parteien zu finden. Also Frau Wagner, ja, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen sehr, ich meine, verstehe, dass Sie jetzt die Flucht nach vorn antreten, weil Sie über Herrn Höcke nicht reden möchten. Aber ich meine, Sie haben damals bescheinigt, Höcke weise eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus auf. Er wende sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung und seine Wortwahl. Darin werde ein Menschenbild sichtbar, welches der Würde des Menschen widerspricht. Sie haben auch konstatiert, und das merkt man bis heute, dass er bewusst Teile aus Wahlkampfreden Hitlers in seinen Reden verwendet. Ich kann Ihnen auch mal was vorlesen aus seinem Buch. Also da fordert er ein groß angelegtes Remigrationsprojekt, und bei dem wird man, so fürchte ich, schreibt Höcke, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Er erläutert dann, dass alles Zitat, wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Frau Wagner, was bedeutet das denn konkret für Sie? Was bedeutet das konkret für Sie und dass der See, welche Art von Zusammenarbeit ist denn? Also das sind doch alles Dinge, tut mir leid, aber nein, ich habe es mir einfach aufgeschrieben, weil ich finde es so gruselig. Und Sie, Frau Wagner, wissen genau, aber wenn es so gruselig ist, Frau Wagner, dann müssten Sie doch eigentlich jede Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen, oder? Ja, die AfD ist eben eine relativ differenzierte Partei. Sie ist gegründet worden von Professoren, die ja, konservativ, vielleicht rechtskonservativ waren. Mit denen hätte man zusammenarbeiten können. Die damalige CDU hat meines Erachtens den Fehler gemacht, damals nicht zusammenzuarbeiten. Das hat sicherlich auch zur Radikalisierung der AfD beigetragen. Sie, Frau Weidel, sind aus der Zeit damals, sind Sie auch eingetreten. Aber die AfD hat sich eben verändert. Und der Höcke-Flügel ist nicht irgendein Flügel, sondern er ist immer stärker geworden, immer mächtiger geworden. Und deswegen kann man mit jemandem, der solche Dinge sagt, dem kann man nicht zur Macht verhelfen. Und deswegen haben wir jetzt das Dilemma, dass wir im Osten versuchen müssen, mit Parteien eine Regierung zu bilden. Ob es gelingt, ist noch offen. Aber wo wir Veränderungen durchsetzen, obwohl in diesen Parteien nicht unbedingt angelegt ist, dass man möchte, dass es sich verändert, weil auf der anderen Seite eine AfD ist, die solche Positionen hat. Also nochmal im Klartext, Sie schließen Koalitionen mit der AfD auf Landes- und Bundesebene zum aktuellen Zeitpunkt komplett aus. Ja, ich schließe eine Koalition mit Leuten, die im Neonazisum verankert sind, natürlich aus, weil das geht ja nicht. Das ist ja, für unser Land wäre das ja überhaupt nicht ein Gewinn, sondern eine Bedrohung. Aber ich finde es auch ein Problem, dass sie irgendwann aufgehört haben, diese Leute zu bekämpfen, sondern dass sie sich mit diesen Leuten arrangiert haben. Dass jetzt sie haben einfach wir aber genug. Sind Sie eigentlich neidisch auf Frau Wagenknecht, dass die jetzt schon in drei Bundesländern über Regierungsbeteiligung verhandelt, wo sie erst vor 8 Monaten gegründet wurde, während Sie jetzt schon seit 11 Jahren am Start sind und trotzdem noch ausgeschlossen werden von jeder Regierungsbeteiligung? Werden Sie dann neidisch? Nein, überhaupt nicht. Also Frau Wagenknecht hat ja einen langen Lauf hinter sich. Also erst in der SED, dann in der PDS, dann in den Linken, dann jetzt der Spin-off der linken Partei. Also sie hat deutlich länger politische Erfahrung. Ich komme aus der Wirtschaft. Ich bin jetzt 10 Jahre in der AfD. Ich war vorher in keiner anderen Partei. Aber mir wurde jetzt gerade zu viel vorgelesen und wir können dann einfach auch mal direkt über Sie sprechen, weil ich hier stehe und nicht Herr Höcke. Sie waren, ich meine, da können wir jetzt auch drüber reden, von 1991 bis 2010 in leitenden Funktion der kommunistischen Plattform, die den Stalinismus verherrlicht hat. Nicht mehr. Sie schwärmen vom Wirtschaftsmodell von Venezuela und Kuba. Sie können also, das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Sie haben ja gerade ganz lange vorgelesen. 2013 haben Sie das auch mal gesagt. Kuba und Venezuela ist ein super Wirtschaftsmodell. Nein. Warum nicht gleich Nordkorea? Sie müssen schon korrekt zitieren. Ich habe mir die Sache aufgeschrieben, um korrekt zu zitieren. Ich finde es sehr, Venezuela und Kuba finden Sie gut. Ich weiß nicht, ob Sie... Das ist ein völliger Unsinn, was Sie erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie die Menschen dort mal gefragt haben, wie Sie das Modell finden. Aber wo es immer zu kurz kommt, ist, wie eigentlich die ideale Wirtschaftsform für Sie eigentlich aussieht. Das sagen Sie überhaupt gar nicht. Das habe ich in meinen Büchern erläutert. Ich bin für eine gerechte Leistungsgesellschaft und für fairen Wettbewerb. Wie soll das aussehen, indem Sie die Eigentumsrechte abschaffen und komplett beispielsweise abschaffen? Frau Weidel, Sie müssen meine Bücher nicht lesen. Ich verlange das von niemandem. Aber wenn Sie nicht wissen, was ich vertrete. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, was, das soll der Grund sein, das ist doch gar nicht so schlimm. Das weiß doch eigentlich eh jeder. Das wissen wir doch alle, dass Björn Höcke und die ostdeutsche AfD nicht rechtsextrem sind. Da muss sie sich doch gar nicht auf diese Themenlenkung gar nicht einlassen. Das muss sie doch gar nicht mehr sagen. Das ist nicht so. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, wenn man sich mal außerhalb dieser YouTube-Blase begibt, denkt, dass die AfD rechtsextrem ist und liebäugelt sogar mit einem Verbot. Auf jeden Fall ist das der maßgebliche Grund, weswegen die AfD nicht gewählt wird. Bei der Thüringen-Wahl haben sehr viele CDU-Wähler nur CDU gewählt, also es ist offensichtlich,
Sie sind gegen Waffenlieferungen und haben trotzdem CDU gewählt und nicht AfD. Jetzt stellt sich die Frage, war das ein tragisches Versehen von Alice Weidel? Und es war kein tragisches Versehen, weil sie in der Vergangenheit schon öfters so vorgegangen ist. Und auffällig waren noch andere Stellen in dem Duell. Und wenn sie den Strom teuer machen, sind diese Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig. Also eine verantwortliche Energiepolitik mit einem diversifizierten Energieportfolio, zusammengesetzt aus sicherer Kernkraft, aus Kohlekraft und auch Technologieoffenheit. Dann krankt es in Deutschland an dem Ausbildungsniveau. Die Menschen hier an den Schulen, Universitäten. Frau Wagenknecht, welche drei Maßnahmen würden Sie ergreifen? Ja, ich würde zunächst mal rückgängig machen, dass wir uns von preiswerter Energie, auch von preiswerten Energieimporten abgeschnitten haben. Das war immer ein Wettbewerbsvorteil in Deutschland. Ich meine, das ist natürlich relativ damit müßig. Meinen Sie russisches Gas, nehme ich an. Ja, wenn Sie mir einen anderen Gaslieferanten nennen, der uns billiges Gas liefert, können wir gern anderes Gas kaufen. Aber es ist keiner da. Wir kaufen das russische Gas. Und Alice Weidel hat die Atomenergie groß aufgezählt. Also Deutschland müsse, die Energiekosten müssten sinken. Alice Weidel hat aber verzichtet darauf zu erklären, dass russisches Gas importiert werden müsste. Björn Höcke hat das noch ganz deutlich erklärt. Im Duell, ich glaube in mehreren Duellen oder überhaupt die, nicht nur Björn Höcke, sondern die ostdeutschen Vorsitzenden, also generell, sie haben erklärt, sofort russisches Gas. Und alles weiter hat darauf verzichtet. Und es ist der mit Abstand wichtigste Punkt, weil die Atomkraft, sie kann man nicht so schnell in Gang bringen. Natürlich ist es anzustreben, Atomkraftwerke zu bauen, aus meiner Sicht. Aber die Atomkraftwerke müssen erstmal gebaut werden, das ist erstmal sehr teuer. Das ist leider so, der Atomausstieg, der ist jetzt schon eine ganze Weile her und es kann wohl tatsächlich nicht so einfach vollkommen rückgängig gemacht werden. Sondern das ist mit hohen Kosten verbunden. Das heißt, es bleibt das russische Gas und alles Weidel hat darauf verzichtet, das zu erwähnen. Und natürlich, uns mag das jetzt nicht auffallen, wir denken, ja, ist ja sowieso klar, ist ja sowieso immer AfD-Position gewesen. Aber natürlich, warum sagt sie das nicht? Sogar Sarah Wagenknecht hat das gesagt. Und aus meiner Sicht ist es ein Blinken zur CDU, dass man mit der CDU eine Regierung bilden will. Was war noch auffällig? Als es um das Thema Israel-Palästina ging, hat Alice Weidel kein einziges Wort zur palästinensischen Zivilbevölkerung gesagt. Also kein einziges bedauerndes Wort. Sondern sie hat gesagt, die Israel hätte das Recht zur Selbstverteidigung. Wir erinnern uns, der Grenzzaun, der israelische Geheimdienst ist in der Lage, tausende Pager zu manipulieren und zur Explosion zu bringen, aber angeblich soll er nicht dazu in der Lage sein, eine milliardenteure Grenzanlage, die kurz erst fertiggestellt wurde, die KI gesteuert ist, mit Hilfe so einer Grenzanlage zu verhindern, dass Palästinenser nicht nur durchbrechen, sondern dass dann die israelische Armee auch noch 4 Stunden gebraucht hat. Das heißt, es ist natürlich vollkommen naheliegend, dass das Eingreifen oder diese Maßnahmen gegen die Palästinenser, dass sie von vornherein gewollt waren und dass man diesen Angriff der Hamas, dass der Geheimdienst ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit hat geschehen lassen. Weil ein solches Versagen nicht einfach erklärt werden kann und zudem ein starkes Motiv vorhanden ist. Sicher ist aus den Äußerungen und den Handlungen der Regierung Netanyahu klar ableitet. Es war auffällig, dass Wagenknecht und Weidel beide dazu geschwiegen haben, aber bei Wagenknecht kennen wir mittlerweile die Strategie, dass sie sich denkt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und sie möchte weiter eingeladen werden. Und deswegen geht sie viele der Mainstream-Narrative mit. Also sie benutzt nur genau die Argumente, die sie braucht, damit ihre Position logisch erscheinen. Und auf weitergehende Argumente verzichtet sie, um entgegenzukommen, um sozusagen einen Kompromiss zu machen, um die großen Medien nicht völlig zu entblößen, um weiter eingeladen zu werden. Das ist auf meiner Sicht bei vielen unterschiedlichen Beispielen klar erkennbar. Warum war der fehlende Schutz so schlimm? Das Framing von Wagenknecht mit Björn Höcke und den ostdeutschen Landesverbänden, es war so stark, dass selbst ich angefangen habe nachzudenken. Ist nicht vielleicht doch was dran? Was hat Björn Höcke alles gesagt? 20 Millionen Ausländer, oder Ausländer in Anführungszeichen, sie sollen abgeschoben werden. Hat er das gesagt? Wo hat er das gesagt? Habe ich was verpasst? Habe ich vielleicht ganz viel nicht mitbekommen? Und überhaupt die ganzen Rechtsextremismus-Aussagen der ostdeutschen Landesverbände, vielleicht habe ich das alles nicht mitbekommen. Vielleicht ist das alles, verstecken sie das und wir bekommen es nur nicht mit. Ist das tatsächlich wahr? Und aus meiner Sicht bestehen hier 2 Möglichkeiten, wie die AfD-Führungsspitze, also Alice Weidel, wie hier vorzugehen ist. Das muss geklärt werden im Vorfeld und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die ostdeutsche AfD, allen voran Björn Höcke, die sind rechtsextrem,
Sie müssen aus der AfD ausgeschlossen werden oder sie sind es nicht, dann müssen sie geschützt werden. Das heißt, entweder Ausschluss, dann muss Alice Weidel sagen, ja, das stimmt so, okay, wir trennen uns, wir müssen Ausschlussverfahren, wir müssen das weiterführen, ich hatte damals recht, wir müssen uns von diesen Leuten trennen, oder sie muss diese Leute schützen. Aber es kann nicht sein, es ist einfach nicht logisch, wenn sie behauptet, bei uns in der Partei ist es ganz streng, wir kontrollieren alle Mitglieder ganz stark, wir bei uns, also viele von allen Parteien kontrollieren wir am stärksten, wir sind die Rechtsstaatpartei und so weiter und so fort. Und dann ist sie passiv, während minutenlang Wagenknecht also schildert, wie schlimm Björn Höcke ist. Und es einfach auch wirklich auffällig ist, wie sehr Weidel immer davon ablenkt. Also es wäre Einsatz, Björn Höcke und die ostdeutschen Landesverbände sind nicht rechtsextrem. Das sind wenige Sekunden. Und dann kann sie auch die ganzen Ausführungen machen mit Nancy Faeser, Olaf Scholz, wie rechtsextrem oder wie extremistisch die Altparteien sind, Merkel und so weiter und so fort. Das ist nur ein einziger kurzer Satz, der gefehlt hat. Der aber auffällig gefehlt hat. Und mir ist dasselbe Vorgehen, ist mir schon früher aufgefallen bei Alice Weidel. Und es ist so, dass jetzt mein Kanal, ich weiß zufällig, früher, dass AfD-Spitzenpolitiker auch Alice Weidel sich hin und wieder Videos von mir angucken. Das weiß ich zufällig. Das soll jetzt nicht, will ich jetzt nicht sagen, um mich zu loben, aber ich weiß es zufällig. Und auffällig ist, dass in dem Moment, wo es nicht so gut aussah und wo mein Kanal vergleichsweise auch eine höhere Relevanz hatte, also im Jahr 2021, ihr könnt es ja selbst nachvollziehen, hatte ich teilweise sehr viele Klicks. Und aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil ist mein Kanal nicht gut genug, aus welchem Grund auch immer, ich musste auch wegen meiner Promotion, hatte ich Pausen, konnte leider viele Videos nicht machen, die ich machen wollte. Jedenfalls im Vergleich zu früher ist mein Kanal weniger relevant. Es gibt jetzt Aktien mit Kopf, Vermietertagebuch Alexander Raue und so weiter und so fort, Kompakt. Also es gibt ganz viele Kanäle, die viel mehr Reichweite haben. Also 500.000, über 100.000. Das spielt mein Kanal mit über 30.000 keine große Rolle. Das war früher noch ein bisschen anders. Also ich war nie einer der größten YouTuber, aber durch die Klicks, glaube ich, hatte das, was ich gesagt habe früher, eine höhere, also wahrscheinlich für AfD-Politiker eine höhere Relevanz. Und es ist auffällig, dass in einem Interview Alice Weidel einmal Björn Höcke und die ostdeutsche AfD geschützt hat. Das ist mir einmal positiv aufgefallen, da habe ich es auch gleich lobend erwähnt. Aber in dem Moment, wo es dann mit den Prozentwerten der AfD bergauf ging, jetzt Anfang des Jahres mit 23%, und es scheinbar alles gut zu laufen schien, oder jetzt auch, wo Alice Weidel Kanzlerkandidatin ist, da spielt es dann keine Rolle mehr, läuft alles gut. Und dann kann man sozusagen egoistisch seine individuelle Karriere befördern. Ohne, dass es Konsequenzen hat. Weil, sagen, wenn ich jetzt was Kritisches dazu sage, es gucken ja nur wenige Leute, vergleichsweise wenig Leute, dann ist es ja auch egal. Jedenfalls, was ist auffällig? Anfang des Jahres mit Maximilian K. und Peter Büstrom. Es waren charismatische Persönlichkeiten und sie wurden vor der Öffentlichkeit vernichtet, bloßgestellt, durch Passivität. Also es wurde ihnen, nicht durch Passivität, sondern es wurde ihnen Auftrittsverbot gegeben. Also es hat ein negatives Framing stattgefunden durch die AfD-Spitze, indem man ihnen ein halbes Auftrittsverbot teilt oder auf jeden Fall, sie wurden aus dem Wahlkampf herausgehalten, bis die Vorwürfe geklärt seien. Auf der anderen Seite erzählt die AfD, sie sei eine Rechtsstaatpartei, natürlich, also solange Verdächtigungen in den Raum gestellt werden, dürfte das nicht in den Mittelpunkt gerückt werden. Also die AfD kritisiert ja ganz stark den Verfassungsschutz, Rufmord durch den Verfassungsschutz, sagen, es würden Verdächtigungen veröffentlicht, es wird Rufmord gegen die AfD begangen. Und nichts anderes hat die AfD-Spitze selbst bei Peter Büstron und Maximilian Krah gemacht. Also es ging dann um irgendwelche Verdächtigungen, bei Petra Büstron ist ermittelt die Staatsanwaltschaft und da wurde medienwirksam erklärt, ja, sie sollten sich aus dem Wahlkampf raushalten. Was natürlich den Ruf von Peter Büstrom und Maximilian Krah zerstört hat. Und die AfD ist auch seit Jahresbeginn stark in den Umfragen gefallen. Die AfD stand zu Jahresbeginn bei 23%. Und jetzt, wenn jetzt Sarah Wagenknecht öffentlich wirksam oder andere öffentlichkeitswirksam sagen, die ostdeutsche AfD ist unmöglich, dann fährt das auf die ganze AfD ab, weil die ganze AfD macht sich ja mit den ostdeutschen Landesverbänden gemein. Und das heißt, es färbt auf alle negativ ab, es ist schädlich für die ganze AfD. Wenn die ostdeutsche AfD, wenn Björn Höcke rechtsextrem ist,
dann ist die ganze AfD, verliert ihre Integrität in den Augen der Leute. Weil mit Extremisten arbeitet man nicht zusammen. Also von solchen Leuten distanziert man sich. Das ist vollkommen offensichtlich. Deswegen ist es entscheidend, dass die AfD auch immer stark, wenn sie zusammengehalten hat und wenn die Leute sich gegenseitig geschützt haben. Und es ist ja in der AfD auch extrem streng. Also es kommt sofort ein Ausschlussverfahren. Aus meiner Sicht, es ist wirklich, soweit ich das beurteilen kann, ja, also gibt es in der AfD auf keinen Fall Extremisten. Und das hätte alles, weil ich hier klarstellen müssen, darauf hat sie verzichtet. Dieses Schweigen zu diesen starken Vorwürfen wirkt wie ein Bekenntnis dazu, dass es so ist. Das wirkt wie ein klares Ja, weil es wirkt vor dem Zuschauer natürlich so, ja gut, wenn jetzt alles Weidel nicht sagt, dass es nicht so ist, dann ist es natürlich so. Und sie sagt jetzt halt nur nichts, sie schweigt dazu, weil sie Parteivorsitzende der AfD ist. Und das ist ein klares Ja. Und vor allen Dingen hat ja Wagenknecht auch darauf gepocht, dass Alice Weidel einen Parteiausschluss von Björn Höcke befürwortet hat. Und hätte ja Alice Weidel sagen können, ja, ich irre mich. Das war zufällig ein Irrtum. Es war, ja, ich habe mich damals geirrt oder Björn Höcke hat sich verändert. Damals, er ist nicht rechtsextrem oder ich habe mich geirrt, es war übertrieben und jetzt weiß ich es besser und er ist es nicht. Es ist das Gleiche wie Jörg Meuthen. Es ist nicht besser, was sie jetzt hier gemacht hat. Jörg Meuthen hat auch die ostdeutsche AfD als unmöglich, als unwählbar geframed. Und die AfD ist auf 10% abgestürzt und ist lange dabei geblieben. Was hat das jetzt zur Konsequenz? Wenn Alice Weidel Kanzlerkandidatin bleibt, aus meiner Sicht, dann ist ein gutes Ergebnis für die AfD unmöglich. Die AfD wird nicht mehr über 20% kommen. Auf keinen Fall. Mit Alice Weidel als Kanzlerkandidatin. Von 25% und 30% wollen wir gar nicht reden. Und sehr wahrscheinlich wird im Gegenteil das BSW stark zulegen und wird die AfD sogar überholen. Warum? Weil momentan wird ja Wagenknecht überall dafür kritisiert, ein Steigbügelhalter der Altpartei zu sein. Vor allen Dingen auch von Alice Weidel, wie es ja auch Wagenknecht angemerkt hat. Tatsächlich ist Wagenknecht, man kann ja viel vorwerfen, Rufmord gegenüber der AfD, um in Talkshows eingeladen zu werden. Also hat unzutreffende Angaben zu machen, die nicht stimmen. Also wie beispielsweise, aus meiner Sicht ist es nicht völlig unverhältnismäßig und wirklich Rufmord zu sagen, Björn Höcke und die ostdeutsche AfD sind rechtsextrem. Das ist für mich nicht okay. Also wenn ihr mir das belegen könnt, vor allem auch wenn ja Björn Höcke sagt, er ist es nicht. Oder er hält sich an den Rechtsstaaten, ihn dann immer zu attestieren, ja, du meinst es ja doch ganz anders. Du bist wenn Björn Höcke sagt, er ist demokratisch, er ist nicht ausländerfeindlich, er das alles sagt, ich bin kein Extremist und man ihm permanent in den Mund legt, ja, du bist Extremist, das ist unsäglich. Das ist unsäglich von Wagenknecht, das verzeihe ich auch nicht. Trotzdem ist es so, dass Wagenknecht sehr wohl kein Steigbügelhalter ist der Altparteien, was sich jetzt auch zeigt. Tatsächlich hat Wagenknecht die Altparteien entblößt, wie es der AfD, glaube ich, noch nie gelungen ist. Wagenknecht hat die Altparteien gelockt, hat erklärt, ja, ich mache die AfD schlecht, ich mache die ganzen Schweinereien mit, wie jetzt bei dieser Sitzung, mit der Eröffnungssitzung in Thüringen. Wir machen das alles mit. Hat dann aber Bedingungen aufgestellt mit den Mittelstreckenraketen, die in Deutschland stationiert werden sollen. Dass das mit BSW nicht zu machen ist und dass sich die Landeschefs dagegen positionieren müssen. Genau auch mit der diplomatischen Lösung. Und jetzt auch in Sachsen mit dem Corona-Ausschuss. Aus meiner Sicht, es war schon von Anfang an klar, und das wird jetzt, also ich verstehe auch gar nicht, wie jetzt noch welche glauben können, dass es eine Koalition mit BSW und CDU geben wird. Es wird natürlich keine Koalition geben. Das ist vollkommen offensichtlich. Das hat ja auch Kieselwetter und Fleischauer haben das ja auch verstanden mittlerweile. Und sagen jetzt ja AfD und BSW. BSW ist jetzt sogar schlimmer als AfD. Das heißt, BSW macht sich hier gerade. Und das werden die Leute mit der Zeit auch merken. Sie werden eine Koalition mit der CDU ablehnen und jetzt wegen der Israel-Sache wird man wahrscheinlich auf die AfD zugehen. Dann wird man merken, okay, jetzt alles weiter hat ja zu russischem Gas gar nichts mehr gesagt, dass es importiert wird bei Israel. Die palästinensischen Opfer wurden auch nicht moniert, also vollkommene CDU-Haltung. Israel darf machen, was es will. Palästinensische Menschenleben sind nichts wert, in Anführungszeichen sozusagen, weil es sind ja sowieso, oder das denkt man sich, das denken sich ja wahrscheinlich viele, das sind ja sowieso alles Extremisten, die Israelis ins Meer treiben wollen, also primitive Leute, die Frauen schlagen, die ihre Frauen schlagen und die Israelis ins Meer treiben wollen. Wenn es denen schlecht geht, sind sie ja selber schuld.
Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Fehlbild, eine Fehlvorstellung. Man darf nicht verallgemeinern. Wir kennen jetzt hier einige Leute. Und das ist wahrscheinlich auch ein Trick, der gezielt von den Medien gespielt wird, dass wir uns das so zusammenbauen und denken. Ja, guckt her, es werden dann einzelne Zitate rausgenommen und dann wird das so präsentiert, ja, schaut her, die Palästinenser, das sind alles Primitivlinge, alles aggressive Primitivlinge, wenn es denen schlecht geht, es macht's nichts, sie sind selber schuld. Das klingt so übertrieben, ja, bla bla bla, Israel muss sich halt verteidigen und so weiter und so fort, aber was, das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist, dass die Bevölkerung eingesperrt wird, verhungert und sie massakriert wird. Und da muss man aus meiner Sicht, da muss man sich erstmal informieren, da muss man seinen Mund aufmachen. Das ist auch der zweite Kritikpunkt an Alice Weidel. Man sieht jetzt hier in Baden-Württemberg, in Ulm, ich war jetzt nicht dabei auf dem Parteitag, aber es ist auffällig, dass charismatische Persönlichkeiten wie Christina Baum und Dirk Spaniel, dass sie nicht aufgestellt wurden. Sondern es kamen neue Leute, auch junge Leute, zum Beispiel eine 24-jährige Finanzassistentin hat im direkten Duell gegen Christina Baum mit Abstand gewonnen. Und sie hat sozusagen das Gefühl, sie wurde von Weidel befürwortet und Christina Baum war ja nicht die beste Freundin von Alice Weidel. Ich kann da nicht genau dahinter schauen, aber Leute, die ich kenne, denen ich vertraue, sie sagen, es sei getürkt, was auch immer man darunter verstehen wolle. Das heißt, es wurden, so wie es mir das darstellt, wurden Netzwerke gebildet und da gibt es ja auch Medienberichte darüber, die kritisch waren, wahrscheinlich auch zu Recht kritisch waren. Auf jeden Fall deutet viel darauf hin, dass da also Netzwerke geschaffen wurden. Und um den Machterhalt ist es sozusagen, ich gebe dir, du gibst mir, wir helfen uns gegenseitig. Und es ist dann so, dass dann also so Netzwerke maßgeblich sind. Also es geht dann gar nicht darum, wie gut überzeugt jemand als Einzelner, sondern die Netzwerke stehen im Mittelpunkt. Das ist jetzt mein Eindruck, ohne das jetzt genau detailliert beweisen zu können. Aber aus meiner Sicht ist es relativ offensichtlich, dass wahrscheinlich ein Gottfried Curio heute in der AfD nicht mehr groß werden könnte. Und das sind eigentlich die Leute, die ich am meisten geliebt habe in der AfD. Die AfD auch anders gemacht haben. Aber mit der Zeit verbrauchen sich wahrscheinlich Parteien. Und genau das ist wahrscheinlich bei der AfD so etwas das Problem. Wir haben jetzt solche Strukturen, so Netzwerke und es kommen dann diese glatten Parteikarrieren. Sie nehmen immer mehr überhand. Sodass dann eine 24-jährige Finanzassistentin gegen eine profilierte, also bei Corona hat sich Christina Baum extrem profiliert, dass also Christina Baum gegen so jemand völlig chancenlos verliert. Also ich kenne diese andere Frau nicht, aber sie müsste schon extrem charismatisch sein, extrem viel geleistet haben, dass so ein Ergebnis für Christina Baum, dass es logisch erscheinen würde. Ich bin immer gespannt. Aber ich lass mich gerne des Besseren belehren. Jedenfalls war aber alles Weidel auch auffällig, dass sie die Abgeordneten, die zu den Referenten in den Donbass gereist sind, um sich ein eigenes Bild zu machen, um überhaupt von dort zu berichten, dann sich Eindrücke zu schildern, also das Informationskartell der großen Medien zu durchbrechen, dass sie diese Leute öffentlich blamiert hat. Ich habe darüber ein Video gemacht, ich verlinke es hier oben. Das war wirklich, damit hat sie die großen Medien geschützt und deren Informationskartell geschützt, hat ihnen einen großen Gefallen getan. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist die AfD, so wie sie sich jetzt aufstellt unter Weidel, wenn man jetzt anguckt, russisches Gas wird nicht mehr erwähnt, Israel, dann ist AfD sehr viel mehr eine Systempartei als BSW. Was eine ganz tragische Entwicklung ist. Und aus meiner Sicht, ja, also jetzt kann man noch die Notbremse ziehen. Und aus meiner Sicht, je früher, je besser. Weil natürlich, viele werden sich sagen, oh nein, jetzt ist alles Weidel, Kanzlerkandidaten, jetzt können wir nichts mehr machen, jetzt müssen wir es durchziehen, jetzt müssen wir bis zur Wahl durchziehen, das hilft jetzt nichts, jetzt müssen wir zusammenhalten. Und dann muss es nach der Wahl irgendwie geklärt werden. Aber gucken wir uns mal den letzten Parteitag an, den letzten Bundesparteitag. Da hat man auch nichts öffentlich kritisiert, nichts gemacht. Es wurde alles intern geklärt. Jetzt mit dem Ergebnis, dass Alice Weidel nicht mehr erklärt oder als großen Punkt nicht mehr aufhört, russisches Gas sofort wieder zu importieren. Und die ostdeutsche AfD nicht mehr schützt. Also sowas kommt da dabei raus. Und aus meiner Sicht, Tino Kupala muss die Kanzlerkandidatur übernehmen. Das ist, denke ich, ja. Also jedenfalls wahrscheinlich, also ich werde aus der AfD austreten, wenn Alice Weidel Kanzlerkandidatin wird. Weil das dann, ja, dann ist es aus meiner Sicht die AfD eine Systempartei geworden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.